am Wochenende sind wir sehr stolz, wieder mal zum fünften Mal einen Damen-Grand Prix auszurichten. Wir haben dieses Jahr 10 Ball, letztes Jahr hatten wir 8 Ball. Und es ist ein Turnier, wo alle Damen oder Ladies teilnehmen können, die bei der Deutschen Billardunion gemeldet sind, also Mitglieder der Deutschen Billardunion. Also das Niveau ist sehr hoch. Wir haben einige Kadersportlerinnen, die sich gemeldet haben bei uns. Wir spielen ja schließlich auch um die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft. Die ersten 6 Damen, die qualifizieren sich für die Deutsche Meisterschaft. Damen sind alle Frauen unter 40. Und bei den Ladies qualifizieren sich 2. 10 Ball ist eine Disziplin im Billard, wo mit 10 Kugeln gespielt wird. Von 1 bis 10. Das wird in so einem Dreieck aufgebaut, so wie beim 8-Ball, wie man das aus der Kneipe kennt. Und dann wird angestoßen und dann musst du nach der Reihenfolge spielen. Also die nächstkleinere Nummer, also 1, wenn die nicht gefallen ist, ansonsten dann 2. Du kannst auch Kombination spielen und die 10 ist die letzte Kugel. Ich werde auch selber teilnehmen. Ich hoffe auch, dass ich es nochmal schaffe. Letztes Jahr habe ich mich für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert als zweitbeste Lady, weil sich ja nur 2 qualifizieren. Natürlich ist das auch nur mein Ziel, mich wieder zu qualifizieren. Also die Zuschauer sind natürlich herzlich willkommen. Wir machen auch Werbung. Wir freuen uns auch immer, wenn da jemand mal kommt und sich dann auch mal Damenbillard anguckt, weil jeder denkt ja, das ist ein Männersport. Das ist aber falsch. Frauen spielen auch. Es spielen natürlich weniger Frauen Billard. Ist so.